Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM UFO Defense. Ja, in der letzten Folge ging es ein bisschen drunter und drüber in der Terrormission und wir haben versucht zwei UFOs abzufangen. Ja, guck mal. Und da kommt auch schon gleich das nächste. Ein sehr großes UFO. Das Problem ist aber, ich habe jetzt gerade in der Reichweite nichts, was ich losschicken könnte. Oh nein. Mother Base wird angegriffen. Stützpunktverteidigung aktiviert. Raketenabwehr, Feuer, Treffer. Stützpunktverteidigung. Stützpunkt Mother Base. Ein außerirdisches Raumschiff ist in der Nähe gelandet. Unser Stützpunkt ist in großer Gefahr. Laut Standardverfahren wurden sämtliche Zivilpersonen und XCOM-Raumschiffe evakuiert. Die außerirdischen Einheiten werden den Stützpunkt über die Hangartür oder den Hauptaufzug betreten. Verteidigen Sie den Stützpunkt und seine Einrichtungen um jeden Preis. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wenn Sie das Icon Mission abbrechen anklicken, verlieren Sie den Kampf und den Stützpunkt. Oh shit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, wir haben jetzt halt viele Leute übrig. Die Frage ist... Verbleibende Schüsse 35. Also wir haben in den schweren Plasmagewehren definitiv Munition. Das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Deswegen werden ein paar meiner Soldaten auf jeden Fall die schweren Plasmagewehre kriegen. Und ja, in dem einen Livestream, die erste Runde XCOM im Livestream, die habe ich ja auch erfolgreich durch einen Basisangriff verloren. Ach, ja gut. Eigentlich hätte ich ja noch ein schweres Plasma übrig. Das Problem ist jetzt bloß einfach. Wir können jetzt halt hier angegriffen werden. In diesem Hangar können wir natürlich auch angegriffen werden. Und hier unten auch. Das heißt, wir müssen uns schön überall hin verteilen. Und die Aliens haben wunderbar überall Möglichkeiten, die Basis zu betreten. Also wenn man sich die Map anguckt. Hier haben sie zwei Möglichkeiten. Hier haben sie eine. Hier haben sie zwei Möglichkeiten, die Basis zu stürmen. Und hier haben sie zwei Möglichkeiten, die Basis zu stürmen. Hier oben können sie sich auch verteilen. Na, besser gesagt, hier haben sie ja noch mehr Möglichkeiten. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Was das wird. Okay, wir sehen auf jeden Fall schon das erste Alien und es sind Mutons. Wie viel brauchst du für einen Schnellschuss? 18 Zeiteinheiten. Das heißt, wir haben 36. Das heißt, du darfst auf jeden Fall schon mal in die Hocke gehen. Okay, der erste Muton wäre erledigt. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das Ganze überstehen werden. Du brauchst 17 Zeiteinheiten. Okay. Da haben wir eine Wabbelbohne.
auf jeden Fall schon mal getroffen. Ja, gut. Wen haben wir denn noch? Wenn du hierhin zurückgehst. Ja, du behältst trotzdem auf jeden Fall mal den Hangar hier im Blick. Andrea, geh mal so weit nach vorne wie möglich. Teamkill Nummer 1. Sehr schön. Aber ich wollte es auf jeden Fall versuchen, weil... Wir haben genügend Zeiteinheiten für einen Autoschuss. Für einen Schnellschuss bräuchten wir 15 Zeiteinheiten. Dann gehst du mal... Ja, wenn ich das auf... Nicht genügend Zeiteinheiten für einen Schnellschuss. Auch wenn ich mir hier auch die Chance eröffne, mein halbes Team niederzuballern. Okay, ist es down? Das war zum Glück nur ein Rookie. Scheiße, ist das trotzdem. Leute, Leute. Da macht man was mit. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal unten in den Korridor einsehen. Raus, ihr müsst zum Geschehen hin. Und ich habe halt wirklich. Hab halt nicht eine. Wie bei meinen anderen Basen, da habe ich ja durch den Hauptaufzug die Hangars abgetrennt. Da habe ich einen Zuweg. Ah, das schaut hier allerdings komplett anders aus. Ja, ich brauche hier unten an dem Hangar welche. Und die stehen halt auch noch alle so blöd. Ah. Wieder. Geh mal hier durch. In Radaranlagen stehen sie auch noch. Ich muss jetzt die Hangars ausräuchern. Eieieiei. Okay, hier in der Waffenkammer sind auch noch ein Haufen. Und die Aliens können sich halt jetzt dann wunderbar verteilen. Das ist... Ich bin echt mal gespannt. Vor allem, weil wir halt auch so viele ungerüstete Leute mit dabei haben, die keinerlei Kampferfahrung aufweisen. Ja, beweg dich trotzdem einfach mal so weit, wie du kannst. Dann haben wir nächste Runde vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten. Okay, hier oben in den Quartieren. Das schaut ja auch sehr komfortabel aus.
Ich bin ja echt mal gespannt, was das Ganze hier wird. Okay, das ist die Raketenabwehr. Ich hoffe mal, die Raketenabwehr hat schon ein bisschen was dazu getragen, dass die Raketen. Okay, wir sind hinten am Hangar. Entschuldigung, da habe ich mich verschluckt. Was machen die Leute in der Raketenabwehr? So als blöde Frage. Die haben doch da eigentlich nichts verloren. Na, jetzt können wir den Hangar wenigstens von zwei Seiten angehen. Wir haben ja schon zwei Gegner erledigt, also... Es ist doch definitiv schon mal ein Anfang. Wie viel das am Ende wert sein wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, da fehlt mir komplett die Erfahrung, was die Basisangriffe angeht. Ich hatte, wie gesagt, bisher nur einen und den habe ich total verkackt. Weil ich da zu offensiv rangegangen bin. Deswegen würde ich jetzt gerne ein bisschen defensiver rangehen. Das Problem ist bloß, durch diese Architektur, die wir hier gegeben haben, ist das leider nicht möglich. Außerirdische Bewegung. Und da stirbt die erste. Durch Feindfeuer natürlich, nicht durch Teamkill. Okay, noch so ein Wabbelviech. Mikael. Mach den mal weg. So. Jetzt mal sauber in die Mitte. Nicht genügend Zeiteinheiten. Natürlich nicht. Warum denn auch? Ist ja viel zu überbewertet. Du brauchst 15 Einheiten für einen Schnellschuss. Das heißt, du gehst mal nicht in die Hocke. Denn dann kannst du zweimal schießen. Okay, wieder ein Newton down. Hier heben wir uns wieder Zeiteinheiten auf. Und du siehst auch den ersten Gegner in Form eines Mutons. Schnellschuss, aber vorher nochmal in die Hocke gehen, bitte nicht sterben. Okay. Ach, das sind Lasergewehre. Sollte auch schauen, was ich an Bewaffnung dabei habe. Das reicht natürlich jetzt nicht für einen zweiten Autoschuss dann. Feuer wird erwidert. Kriegt man echt einen Herzinfarkt. Okay. Isao. Siehst du den auch? 58 Autoschuss, 19 Zeiteinheiten, das wären 38. 57. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Treffer war oder nicht. Ja, einfach mal wie blöd reinhalten. Das war definitiv ein Treffer. Und das auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Die ist ganz schön spannend und aufregend hier. Okay, ich habe hier oben zwei und hier auch noch mal zwei. Das heißt, es dürfte für den Hangar theoretisch reichen, hoffentlich. Ravi, show me what you got. Das sind halt auch noch mal so blöde Türen drin, ne? Okay, Ravi steht auf jeden Fall schon mal in Position. Gamer Neighbor, natürlich steht meine Elite am weitesten ab. Ich will gar nicht wissen, was Ravi und Gamer Neighbor bei der Raketenabwehr gemacht haben. Okay, du siehst wieder einen Gegner. Autoschuss 17 Zeiteinheiten. Ja, dann kannst du auf jeden Fall mal in die Hocke gehen. Wo zur Hölle schießt du bitte hin? Okay, das war schon mal nichts. Dann werfen wir mal einen Blick in diesen Hangar. Ich bräuchte 36 für zwei Autos. Achso, es ist ja ein 30. Das heißt, du darfst auf jeden Fall in die Hocke gehen. 30 für zwei Schnellschüsse. Oh, sehr gut. Ich mag die schweren Plasmagewehre. Die sind echt super. Paul, hast nicht genügend Zeiteinheiten, dann gehst du hier auf jeden Fall schon mal in Position. Wödern stellt sich direkt dahinter. Und Wödern sieht den ersten Gegner. Wo siehst du den dann? Ja, da kommen sie langsam raus hier, ne? Bahnen sich ihren Weg hier durch. 20 Zeiteinheiten für einen Schnellschuss. Dann geh mal bitte in die Hocke. Und dann snipe mir mal bitte den hier raus, wenn es geht. Sehr geil, Rüdern. Guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Ja, das ist halt, die haben jetzt überall die Möglichkeit, einfach rauszuschwärmen. Und wir müssen halt die Position erstmal absichern. Dann haben wir hier auch nochmal unseren Hauptaufzug, aber den hatten wir ja zum Glück quasi schon gesichert. Auch wenn wir dann unsere eigenen Teamkameraden erledigen mussten. Einfach nur, dass du einen Blick auf diese Hangartür hast. Fände ich doch mal sehr vorteilhaft. Ich bin echt mal sehr gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Und wie viele Leute hier mitgeschickt werden. Also wie viele Aliens hier unterwegs sind. Okay, euch haben wir alle. Ja, den Hangar in die Richtung haben wir jetzt halt noch überhaupt nicht abgesichert, aber da ist auch niemand, den ich quasi hinschicken könnte. Hier kommt die Kavallerie. Die leicht gepanzerte Kavallerie. Besser gesagt, die gar nicht gepanzerte Kavallerie. So, aber ich würde mal sagen, das war's schon wieder für diese Folge. Und meine Güte, wir haben jetzt halt 2, 3, 4, 5 Mutons und eine Bohne erledigt. Wir sehen jetzt noch ein Gehirn. Ich
bin mal gespannt, wie das Ganze hier noch ausgeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.